Hallo, heute wollte ich euch noch mal ganz kurz was über die, in Anführungszeichen, Pflege von so Geräten erzählen. Ich mache da auch nicht wirklich viel. Also es gibt irgendwie Berichte, dass manche Benutzer da so eine Art Wartungsplan aufstellen, sozusagen täglich dieses, wöchentlich dieses. Ich bin da eher so ein bisschen pragmatisch. Das heißt, wenn ich das Depot rausziehe, gucke ich, dass das ganze Kondenswasser und was da so dranhängt, einfach mit so einem Zebra mal kurz abwischen. Einmal kurz das Ding so zusammenknüllen, da rein, also das, was sich da an Kondenswasser bildet, kurz rausgewischt, dann mal kurz den Verdampfer abgeschraubt, diese Gewinde und diesen Kontakt einfach mal ein bisschen abwischen. Es ist relativ überraschend, wie dreckig das Zeug wird, also wie schwarz dieser Siff, der da drin ist, ist, also die ist jetzt relativ sauber. Also da mache ich den Kontakt sauber, da ist Gewinde. Andere Seite genauso, einfach mal die Gewinde und die Kontakte kurz abgetropft. Da weiß nicht, ob man es erkennen kann, da ist jetzt schon relativ schwarz. So, dann schraube ich das Ding eigentlich wieder zusammen. Mache alles wieder komplett. Das war's eigentlich, mehr mache ich nicht. Mehr muss man, glaube ich, auch nicht machen. Das heißt, wenn der Verdampfer kokelt, muss man was anderes machen. Da kommt man mit Abwischen vom Zebra nicht wirklich weiter. Also das ist so das, was ich täglich mache. Was ich auch gelegentlich mache, hier in diesem Mundstück bildet sich, man kann es jetzt wahrscheinlich nicht wirklich erkennen, bildet sich so Kondenswasser. Das heißt, da steht dann immer so ein bisschen Tröpfchen drin. Da habe ich so eine kleine Methode. Also ich nehme das Ding, nehme eine Büroklammer, steche das in das Loch, ziehe dieses Mundstück, Endstück nenne ich es mal, raus. Und dann auch noch diesen kleinen Steg, der da drin ist. Also auch wieder mit der Büroklammer rein. Zack, da ist er draußen. Und dann nehme ich einfach so ein handelsübliches Q-Tip und tue dieses Kondenswasser einfach so ein bisschen aufsaugen. So, das war's schon. Also einfach so mit dem Q-Tip da ein bisschen rein, dass diese kleinen Tröpfchen da aufgesaugt werden. Dann wieder dieses Zwischenstück reinstecken. Mit der Büroklammer nach unten schieben, dann rastet es auch wieder ein. Und dieses Endstück mit dem kleinen Loch einfach wieder reinstecken. Zack. Das war's. Das mache ich gelegentlich mal, weil da bin ich mir nicht so ganz sicher. Dieses Kondenswasser steht ja doch schon so ein bisschen da drin. Also ich habe da immer so ein bisschen Schiss, ob sich da nicht irgendwie durch die Wärme und dieses Wasser da irgendwie so was Pilziges bilden könnte. Man könnte natürlich auch einfach die Mundstücke nach einer Woche wegschmeißen, aber das mache ich auch nicht. Ich gucke einfach, dass die ein bisschen trocken sind, dass die dann über Nacht einfach ein bisschen abtrocknen. Mehr mache ich zum Beispiel jetzt auch nicht. So, das war es von mir an dieser Stelle. Ich sage ciao.